Ebenfalls ist ein offener Mund genauso nötig behandelt zu werden wie die Mundatmung. Mein Name ist Dr. Rolf Gehler, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Chirotherapeut, Osteopath und Kinderosteopath. Warum ist das so wichtig, einen offenen Mund zu behandeln? Ich gehe hier auf diese Problematik relativ ausführlich ein in dem Video Mundatmung. Allerdings ist es so, dass manche Kinder haben auch einfach ein Problem, den Mund zu schließen, weil die Muskulatur zu schlaff ist. Es gibt Patienten, die von Geburt aus einen sehr niedrigen muskulären Tonus haben. Es gibt Erkrankungen, wo die Patienten eine schwache Muskelkraft haben, zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom. Es gibt aber auch Kinder, die nicht in der Lage sind, ihren Mund zu schließen, weil die Nase dicht ist, zum Beispiel Kinder mit Allergien oder zu großen Mandeln oder zu großen Polypen. Es gibt aber auch Kinder, da funktioniert einfach die Anstauung der Muskulatur, die für den Mundschluss zuständig ist, nicht richtig gut. Eine Möglichkeit, dies zu behandeln, wäre zum Beispiel die Osteopathie. Ich habe ein anderes Video gedreht, in dem ich auch auf die Osteopathie eingehe. In diesem Falle würde man bei der Behandlung versuchen, die Nervenstrukturen, wo Passagehindernisse sind für die Nerven an den Stellen, wo sie aus dem Schädel austreten, in Richtung ihrer Gefolgsorgane, in diesem Falle der Muskulatur, zu lockern und zu lösen, Membranstrukturen zu entspannen, die vielleicht auf die Nerven drücken, damit die Nerven ihre Arbeit gut machen können. Und die Muskulatur, die für den Mundschluss zuständig ist, ausreichend anzusteuern, um so einen Mundschluss herbeizuführen. Sollte das nicht die Ursache sein, das heißt, die Behandlung ist frustrierend, muss man weiterschauen, weil Ziel muss immer sein, physiologische Verhältnisse herzustellen, was bedeutet, der Mund ist geschlossen und ich atme durch die Nase.